Dieses Video wird präsentiert von Asus. Hi, ich bin Andi von Mobile Geeks hier auf der Computex 2015. Wir befinden uns auf dem Trollodium-Stand und schauen uns dort die berühmten Akkus an. Denn Trollodium ist ziemlich bekannt für ihre Akkus, die man unter anderem zerschneiden kann und die übrigens auch ziemlich flexibel sind, wie man hier ganz gut erkennen kann. Man kann sie also ganz problemlos falten und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man sie auch wunderbar in Wearables einsetzen kann und die schauen wir uns gleich mal an. Ihr seht ja nochmal durchgeschnitten, das macht überhaupt nichts aus. Dieser winzig dünne Akku, den ihr hier seht, der hat eine Kapazität von 235 mAh und betreibt hier diese drei LEDs und wie ihr seht, schneiden, das macht überhaupt nichts aus. So, wie sieht es bei Smartwatches und smarten Geräten aus? Da ist es ja derzeit so, dass man noch keine Möglichkeit gehabt hat, in den Bändern etwas unterzubringen, sondern die Akkus hier, wie bei der Apple Watch, die sind alle in das Hauptgehäuse eingebaut. Hier zeigt man nun einen neuen smarten Akku, der so flexibel und dünn ist, dass man ihn auch hier in das Armband integrieren kann. Wir sehen hier einen Prototypen, und zwar mit 200 mAh. Das heißt, die Apple Watch zum Beispiel, die hat ja einen 200 mAh großen Akku plus 200 mAh im Armband. Das würde die Akkulaufzeit mal eben verdoppeln und somit auf 3 bis 4 Tage bringen. Also ziemlich praktisch. Was man hier ebenfalls gezeigt hat, das ist hier dieser Gürtel. Der sieht zunächst aus wie ein ganz gewöhnlicher Gürtel hier aus Leder gemacht. Und allerdings, ihr seht es schon hier, haben wir einen Knopf mit einer Batterieanzeige, denn in diesen Gürtel eingearbeitet, und zwar über die komplette Länge, ist ebenfalls ein hochflexibler und dünner Akku. Dieser hat eine Kapazität von 2100 mAh und sollte somit ausreichen, um das Smartphone, zum Beispiel das iPhone 6 Plus, um mal eben 50 bis 60% aufzuladen. Hier ist dann der Micro-USB-Anschluss, damit ihr auch das USB-Kabel da dran anschließen könnt. Ich muss sagen, die Schließe hier ist ziemlich massiv und ziemlich groß und dick. Ja, ich denke mal, das ist noch ein Prototyp und das wird sich noch weiterentwickeln, aber es ist auf jeden Fall ziemlich interessant, wo man überall seine Akkus unterbringen kann. Und nicht zuletzt haben wir hier noch eine Schuhsohle, eine Heat Insole hier von einem japanischen Unternehmen. Und wie ihr hier sehen könnt oder erahnen könnt, hier ist ein Akku eingebaut. So sieht das Ganze aus, wenn man dieses Cover hier entfernt. Und da seht ihr, wir haben hier einen Akku eingebaut, so wie hier eine Heizspirale mit. Der Akku hat eine Kapazität von 500 mAh und bei der Dicke bzw. Dünne ist es wirklich ziemlich beeindruckend. Das reicht aus, um die Füße 1 bis 2 Stunden warm zu halten und vor allem in kälteren Regionen ist es ja durchaus nicht schlecht, irgendwo in Sibirien zum Beispiel oder eben auch in den Bergen Japans. Ja, das ist hier ein kurzer Blick auf die Produkte von Trollodium. Wirklich sehr interessant, das mal selber live in die Hand zu nehmen. Ja, was sagt ihr dazu? Wo seht ihr die Zukunft hier für die Wearables? Wo würdet ihr so einen dünnen Akku gerne sehen wollen? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Ich bin Daniel für Mobile Geeks hier auf der Computex 2015. Vielen Dank fürs Zusehen.